ist ganz sicher kein Öl. Aber hier sind schon mal Hinweise irgendwie. Da ist eine Leiter. Keine Memo. Mementos. Die Leiter ist abgebrochen. Ah, man kann hiermit so um Ecken gucken. Wie? Also die Leiter ist hier ab. Oben scheint es hell zu sein. Oh nein. Ob das Öl ist? Ja. Nein. Boah. Ich trau mich nicht durchs Wasser, ey. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklärt. Es ist zu tief, um es sicher zu durchqueren. Da wird was Neues. Das Wasser muss abgelassen werden. Okay. Öl. Ah, das ist ja Öl. Huh? Ach, da, jetzt. So. Das ist ja noch eines der leichteren Rätsel hier. Muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Das weiß er auf einmal. Moment. Ein Brunnen wurde jedoch durch den Einschlag beschädigt. Das What? Heißt, du kannst wieder zerstören. Okay. Der Schalter, der lässt die Leiter runter. Okay. Gerade zu dem, was wir gerade durchgemacht haben, heißt es heute: Good job on getting out of the prison. That's another area where a lot of people have given up due to fear. Ja, verstehe ich. Nicht? Was? Achso, doch. Ja, das war schon hart gerade. Vielleicht eine Axt oder sowas? Eigentlich Hammer und Meißel, aber wo kann man denn hier noch eine Axt finden? Können wir ja nicht. Vielleicht kannst du nur bestimmte Bereiche und den anderen läufst du ab oder so. Ölabfluss, okay. Aber der Schalter gehört schon mal nicht zum Wasser rauslassen. Nee. Und dann müsste ja noch ein Schalter irgendwo sein. Gibt's nicht noch irgendwo eine andere Tür oder so? Keine, wo man rankommt. Die ist ja verschlossen. Steine haben doch was hier. Rein da. Wenn ich die brauche, ist scheiße. Den bekomme ich dann nicht mehr raus.
Das kann doch nicht sein. Hey. Nein. Oder? Das kann doch nicht sein, dass ich da... Nee. Dass ich von einem Rohr zum anderen springen sollte, das wäre ja... Das schaffe ich ja auch gar nicht. Okay, damit lasse ich nach oben. Oh! Oh! Und jetzt? Und jetzt runter. Zack. Hey. Ich mag diese Perspektive irgendwie. Ja. Das hat mir auch ein Trauma so bereitet. Raum. Okay. Na klar. Da, Herbert. Sieht nach einem Rätsel aus. Es steckt fest. Es steckt fest. Oh, meine Mama ist nach Hause gekommen. Sicher, dass es deine Mama ist. Play atmet vielleicht laut und läuft durch die Gänge. Hoffe ich mal nicht. Sonst müssen wir uns hinter Schweinen verstecken. Das leuchtet. Es leuchtet blau. Als du da hochgegangen bist, konnte man auch noch auf die andere Seite, oh, oh, oder? Oh Gott. War noch nichts, oder? Ich hab was gehört. Auf jeden Fall. Ich meine nämlich, dass du da auf, noch zur anderen Seite konntest. Hast du hier nichts gefunden? Da waren nämlich zwei Dinge. Aber das kann ich doch wohl irgendwo reintun. Es leuchtet auch so blau wie die Büchse hier. Und so hat geleuchtet. Legen wir das mal vor die Tür. So. So, wo, was meinst du? Hier ist noch so ein blaues Ding. Ja, du, ich glaube, du konntest noch woanders, wenn du jetzt mal da rausgehst und zurück zu dieser Brücke, wo wir herkommen. Oh, das lässt sich drehen. Oh nein, kommen wir nicht mehr zurück. Oh. Ach nee, da kannst du wieder. Ah, okay, das ist gut. Oh nein. Schalter wieder. Aber die klemmen bestimmt auch. Was ist das? Muss es doch bestimmt so machen, dass es ganz unten ist. Ja. Oder ganz oben. Oder das, ja. So.
Jetzt hat sich was bewegt. Jetzt dampft der Raum. Hölzerne Kurbel. Ob ich damit wieder eine andere Tür aufmachen kann? So, der Raum ist, glaube ich, abgeschlossen. Ich habe die Hebel, ich habe den Kurbel-Dingens und es läuft. So, nehmen wir mal den Raum. Schalter und... Ja, das ist... Aber der ist schon ganz offen. Ja. Der ist auch fertig. Aber hier ist so ein Dingens. Ja. Aber wo müssen die denn ran? Kannst du ja mal irgendwie zusammenlegen in einem Halle oder so. Ja, die lege ich alle vor die Tür. Dann weiß ich, wo ich schon mal war. Moment. Der Raum läuft. Der Raum macht gar nichts. Warum sind da Treppen? Kannst du mal umgucken? Da ist ein Zahnrad, aber... Meinst du, das sind Treppen? Oder sind das Bänke? Ne, sind Treppen, um hier dran zu kommen wahrscheinlich. Ah, vielleicht musst du da noch... Da! Da musst du garantiert die Reihe halten. Oh nein. Dann wird das so ein... Bestimmt wird das so ein Steckrätsel. Mhm. Oder die gehen alleine dran. Ah. Okay. Ich glaube, das wird ein Steckrätsel. Hab ich gehört. Schaffe. Ja. Krass. So, noch zwei Stück. Wo ist denn der letzte? War der überhaupt hier? Ah, die lassen sich jetzt drehen. Die Ketten gehen, glaube ich, hoch, oder? Ja. Oder? Ja. Hey, was bringt das? Hey. Hä? Wozu braucht man extra solche Ventildinger? Ja, könnte man ja auch, weiß ich nicht, per Hand oder mit so einem anderen. Das sieht ja schon ganz schön kompliziert aus für so ein Ding. Aber hier hätten wir einen. Ach, hier steckt es auf einmal fest. Nicht, dass es dann so hängen muss. Stimmt. Quasi als Feuerwaffe? Stimmt. Wenn es feststeckt, heißt es vielleicht, ist es schon richtig so eingestellt. Aber wie soll ich denn wissen? Vielleicht wenigstens die Reihenfolge wäre wie... Okay. Links, dann rechts, dann Mitte. So, der ist der tiefste. Nee,
Moment. Ich glaube... Nee. Links? Der mittlere muss, glaube ich, ein bisschen tiefer. Ich glaube, der linke muss tiefer. So? Moment, gucken wir uns das an. So. Der ist... Der muss... Hey. Hey. Ich bin richtig? Ich glaube, ich hab's richtig. Ja? Nee. Hä? Der konnte sich gerade nicht bewegen. Okay, der ist richtig. Den kann ich nicht mehr bewegen. Okay. Doch. Okay, doch. Moment, so. Wie lang können denn hier Videos eigentlich werden? Bis die Festplatte voll ist. Das dauert noch. Nee, auch bei YouTube hast du da eine Begrenzung? Ach so, nee. Ich nicht. Man bekommt... Ich glaube, wenn man mit Handy sich registriert, bekommt man unendlich lange. Und dann bin ich auch noch, YouTube-Partner. Die verdienen ja quasi Geld mit mir. Und ich bekomme dann ein paar Prozente. Aber wieso klemmt denn der? Doch jetzt. Vielleicht sollten wir doch erstmal ein bisschen die Dinger feststecken. Aber dazu fehlt mir immer noch einer. Hat's aber gerade geklickt. Moment. Klicken die? Achso. Ich kann die nicht drehen. Boah. So vielleicht. Die klicken immer. Er hat's gerade geklickt. Stimmt. Boah, bewegt sich das. Das ist aber... Ja. Moment. Das ist... Welche Richtung muss ich überhaupt drehen? Oh. Ich hab's. Die mussten klicken. Ja, das bin ich. Der Raum läuft ja dann auch. Okay, dann... Dann mache ich das hier einfach erstmal weiter. Scheint ja ganz gut zu laufen jetzt. So. Vielleicht brauche ich ja gar keinen letzten noch. Ich brauche noch einen eigentlich. Eigentlich fehlt noch einer. Oh! Nee.
Oh mein Gott. Was? Ich wollte die Tür aufdingsen und jetzt... ja, irreparabel beschädigt. Ich glaube, das muss jetzt auch so. Ja, ich... Ja, okay. Dann schätze ich mal, reicht das so. Ohne den letzten hier. Ich frage, was jetzt kommt. Ich habe ja hier keinen Ausweg. Irgendwo muss ja was aufgegangen sein, sonst. Sonst ist das scheiße. Da oben ist nichts. An den Rohren hochklettern. Zack. Ich glaube, das geht sogar. Ob mir das jetzt was bringt? So. Na super. Jetzt bin ich auf den Rohren und... Naja, so viel geht hier auch nicht ab. Hier oben. Oh! Da kann ich doch bestimmt durch. Kann man doch bestimmt... Bestimmt noch was machen. Wie komme ich denn da am besten hoch? Da eigentlich. Nee. Immer nur das. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass es das richtige Ziel ist, aber ich versammle die jetzt da oben. Ja. Ja. Dann muss ich den irgendwo reinklemmen. So. Mal gucken, ob das klappt. Nein! Oh oh. Ja, das kann ja auch nicht sein. Kann ich ja hier nicht reinklemmen. Meinst du, da kann man durch? Nee, ne? Aber hier kann ich nicht mehr durch. Das ist putt. Wie viele Räume gibt's denn noch? Oh! Oh Mann, ey. Das ist... Das ist schon spät.
Oh Mann. Ja, was mache ich hier nochmal? Ach ja, genau. Das Wasser haben wir ja jetzt wahrscheinlich abgedreht. Wie sind wir hier hochgekommen? Ja, ich glaube. Sind wir jetzt unten? Ach nein, wir sind. Oh, die Leiter haben wir ja hinbekommen. Ja, da gegenüber war nämlich noch eine. Was läuft? Ah, hier sind Hebel. Oh. Okay. Zwei Räume noch zum Abarbeiten, oder was? Die wunderschöne bla 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 Pflegeblumen bla. Wasser. Geil. Oh. Da sind Rosen. Exactly.